59% der älteren Menschen in Deggendorf beurteilen ihren Gesundheitszustand als zufriedenstellend. So zumindest das Ergebnis der Seniorenumfrage der Stadt. 349 von 850 zufällig ausgewählten Senioren haben sich die Mühe gemacht, den 11-seitigen Fragebogen zu bearbeiten. Mit den Ergebnissen soll ermittelt werden, wie die älteren Mitbürger ihre persönliche Lebenssituation einschätzen. Erarbeitet wurden die Fragen von der HDU. Die Initiative dazu kam allerdings von der Seniorenbeauftragten. Das Beispiel war eine Umfrage in Osterhofen, wo wir die gleichen Inhalte im Januar gefragt haben. Und die Frau Wohlhüter ist auf die Studie über die Presse aufmerksam gemacht worden. Und dann war natürlich der Wunsch, das auch in Deggendorf durchzuführen, was wir sehr gerne natürlich als Hochschule Deggendorf unterstützt haben. Generell sind die Befragten sehr zufrieden mit der Lebenssituation vor Ort. Das Angebot für Menschen im dritten Lebensabschnitt wurde in den letzten Jahren aufgrund des demografischen Wandels bereits ausgeweitet. Diese Entscheidung hat sich ausgezahlt. Darauf bin ich also schon etwas stolz, denn ich freue mich immer, wenn sich möglichst viele Zielgruppen in dieser Stadt wohlfühlen. Dafür arbeitet man. Und darum bin ich auch sehr dankbar über diese Befragung, weil doch einige Empfehlungen zum Handeln rauskommen und darauf kann man wieder reagieren. Oft wurde zum Beispiel der Wunsch nach mehr Wohnraum in der Innenstadt geäußert. Denn durch zentrumsnahe Wohnungen kann der Umzug ins Seniorenheim aufgeschoben werden. Die Verwaltung will sich der Problematik annehmen. Manche Ergebnisse der Umfrage überraschten. Dass die Leute so wenig über das Anrufsammeltaxi wissen, weil das, ich nutze es zwar nicht, aber es ist eigentlich ein tolles Angebot und das würde jedem nutzen, vor allem Senioren. Es wird auch von vielen in meinem Seniorenclub genutzt, aber dass nur, ich glaube, 30% überhaupt davon gehört haben, das hat mich schon verblüfft. Alle Ergebnisse der Fragebögen sollen im Internet veröffentlicht werden. Zudem werden die Auswertungen der Fragebögen momentan von der Verwaltung überprüft und wenn möglich zeitnah umgesetzt. So soll die Stadt Deggendorf noch liebens- und lebenswerter werden.